Servus, wir sind's, die Verkostungsfront. Endlich nimmer allein. Naja, gut, ein Video. Warum denn endlich? Naja, ich war einmal ja, nicht da. Das siehst einmal. Du? Das siehst du, wie schwer das für mich ist, wenn ich das ohne dich machen muss. Genau. Also. Und wenn ich dann da bin, bin ich die Hyperbel. Mein Hyperbelchen, ja. Ja, ja. Hm. Ist ja wurscht. Jedenfalls, also wir haben Folgendes. Wir haben schon wieder Riesling. Gestern habe ich ja alleine, um das nochmal zu betonen, österreichischen Riesling gemacht. Und ich habe, falls ihr das mitgekriegt habt, was ihr natürlich mitgekriegt haben müsst, weil ihr das ja, das haben wir ja ausgemacht, chronologisch, das haben wir jetzt schon öfters mal, ne? Also, naja, das ist das, vorgeschrieben, das ganze chronologisch. Wer das Österreich-Video also noch nicht geschaut hat, bitte sofort abschalten und erst einmal Hausaufgaben machen und dann darf dieses Video angeschaut werden, ausgestrahlt werden. Ich bin schon auch total verstrahlt. Heute ist ja auch schon Nachmittag und wir haben schon viel Arbeit hinter uns. Wir haben heute auf dem Tisch fränkische trockene Rieslinge, Pfälzer trockene Rieslinge und die, was, darauf wollte ich eigentlich vorhin hinaus, falls ihr euch fragt, worauf hatten die eigentlich vorhin hinaus gewollt? Rieslinge aus Österreich. Ich habe die vier Weine, von denen ich gestern im Video erzählt habe, das ist nochmal zurückgestellt, die haben wir hier noch einmal mit drin. So, jetzt haben wir es, oder? Ich denke. Dann können wir ja anfangen. Nein, stopp. Nein. Wir haben noch nicht geklärt, welcher Tag heute ist. Oder der Tag von fehlt. Kann ich, nee, das habe ich hier überlegt. Das ist doch Usus in der Zwischenzeit. Heute ist Tag von. Das mache ich alle fünfmal, jedes fünfte Mal vielleicht. Heute weiß ich nicht, welcher Tag ist. Soll ich schnell googeln? Ja, google mal. Soll ich es wirklich noch machen? Ja, mach mal. Tag von. Du, wir haben einen Arsch voll Weine und du trödelst rum. Du brauchst dich auch nicht beschweren, wenn du nicht rechtzeitig wegkommst. Ja, ja. Komm ich eh nicht. Das ist schon klar. Weil es ist heute schon viel. 2, 4, 6. Also, wenn du es noch 5 Mal sagst, 12, das ist 14, heute schon viel. Google 16, doch jetzt 18, einfach, 20, welcher 20, 20, Tag 24, heute 25, 26, 26, wenn ich Heavy das alles richtig gesehen habe. Moment mal, kuriose Feiertag im November. Heavy Dienstag. Metal? Nein, das ist, weiß ich nicht. Tag der Singles. Ja, aber doch Moment, das ist doch nicht gesagt, dass das heute ist. Was ist denn heute? 21. Ach so. Tag der Lebkuchenplätzchen. Mach eine Spritztour. Tag ohne Musik, am Arsch ohne Musik. Wir katteln heute Abend, da gibt es Musik. Welttag der Philosophie. Ach so, ich bin beim 22. Ja, Welttag der Philosophie, das finde ich aber gut. Welt-Hallo-Tag. UNESCO World Philosophy Day ist heute. Tag der Lebkuchenplätzchen tatsächlich. Welt-Hallo-Tag. Servus. Wann ist der Welt-Servus-Tag? Das habe ich doch schon gesagt. Hallo. Welttag des Fernsehens. Oh. Das gehört jetzt wieder dir. Bei uns wird halt kaddelt, da wird nicht Fernsehen geschaut. Also das ist. Aber wirklich, der internationale, the international UNO World Television Day. Warum macht die UNO sowas? Kann man mir das erklären? Die UNESCO macht Philosophie und die UNO macht Fernsehen. Naja gut, wir machen ja gerade Fernsehen, sowas in der Art. Also können wir uns schon wieder feiern. Wir haben schon wieder einen Feiertag, hast du es gemerkt? Wir haben schon wieder einen Feiertag. Ja, ja. Oh, und jetzt morgen ist das Mariachi-Fest der Heiligen. Mariachi. Das Fest der Heiligen Cecilia in Mexiko. Das ist wichtig. Und warum interessiert mich das morgen, wo doch da ein Mach eine Spritztour-Tag ist? Das ist ja eher der Tag, den dann... Gründe deinen eigenen Starttag, ist mal allmächtig. Wir machen morgen kein Video. Gründe deinen eigenen Starttag, das machen wir mal. Oh, der bundesweite Tag der Hausmusik. Ja, am Arsch. Nix. Also jetzt hören wir auf mit dem Quatsch, sonst kommen wir ja da nie wieder raus. Okay. Also was haben wir heute für einen wichtigen Tag? Tag des Fernsehens. Ach, Lebkuchen. Lebkuchenplätzchen. Das ist ja nicht Lebkuchen, sondern Lebkuchenplätzchen. Kann man essen. Also, Folgendes. Wir fangen jetzt an. Und quatschen nicht mehr rum. Wir haben vielleicht noch mal kurz einen Wetterbericht. Es ist natürlich trüb wie immer, wobei da hinten eine Spur heller wird gerade. Ich bin mir auch so in Grau gekleidet. Ich habe mir gedacht, ich mache Protestrot. Also das ist keine parteipolitische Aussage, sondern eine gegen dieses trübe Dreckswetter da draußen. So, aber im Moment ist wenigstens kein Schneeregen. Vielleicht komme ich ja trocken heim, falls wir es schnell genug schaffen, mit diesem Video fertig zu werden. Schaffen wir nicht. Es schaut nicht so aus gerade. Nee, schaffen wir nicht. Warum sollte ich pünktlich rauskommen? Komme ich ja auch nicht. Ja, Moment, bei dir geht es ja nur darum, dass du pünktlich rauskommst. Bei mir, ja, siehst du, das ist aber ein Unterschied.
Das ist ich würde sehr gern unpünktlich hier rauskommen. Jetzt komme ich sowieso jeden Tag. Ich komme nämlich jeden Tag pünktlich, unpünktlich und nass und durchgefroren und alles daraus. Wie oft ist die Hoffnung schon gestorben, hier pünktlich rauszukommen? Zum Glück hören wir uns gegenseitig immer zu. Ja, 280424. Siehst du das? Ich kann das. Ich doch auch. Ja. Ist ein bisschen rauchig. Und ich finde, es riecht schon nach so einer leichten Butter. Leichte Butter? Buttercreme. Ganz leicht. Ja. Also auf. Da kann man gut. Leicht rauchige Nase mit einer Spur sagen Rauch. Sagen wir es einfach, es riecht nach frisch angebrutzeltem Gemüse. In Butter. Mit Speck. Speck steht drin. Mhm. Ja, das Gemüse. Ja. Das ist schon richtig wurzelgemüsig. Ne? Es ist so ein bisschen das Erdige dabei. Er riecht auch ein bisschen phenolisch. So ganz leicht die minimal grobere Richtung. Ja, so ein bisschen so süßlich-säuerlich. Es schmeckt aber auch ein bisschen nach so einem ganz leicht angebrannten Wurzelgemüse, oder? Oder ein bisschen zu scharf angebraten. Ja, so ganz leicht, das stimmt. Also das, vor allem ist immer dieses erdig-wurzelgemüsige relativ auffällig. Es hat auch, danach hat es eben schon gerochen, es hat auch wirklich eine auffällige Phenolik. Also es ist schon trocknender Gerbstoff, fast ein bisschen was Aschiges dabei. Es hat durchaus eine gewisse Saftigkeit, aber die muss man erstmal hinter dieser Phenolik, hinter diesen sandigen Tanninen und allem ein bisschen ausgraben und hinter dieser leichten Aschig- und Erdigkeit, die der Wein hat. Ja, und das zieht sich halt leider ein bisschen durch, dieses Trocknende. Und zugleich hat es Zucker. Also es hat ein gewisses Phenolisches. Bitter, nicht nur das Raue, sondern es schmeckt auch bitterlich. Ja. Das, wie du ja sagst, dieses angebrannt oder wie ich sage es aschig, aber es geht alles in diese Richtung. Es hat so einen durchgezogenen Bitterton. Da hilft dann auch der Zucker nicht viel. Das macht es halt dann vielleicht noch ein bisschen so nebeneinander stehend alles. Das ist nicht ganz ohne Substanz und Länge und es hat gewisse Mineralik. Es ist kein schlechter Wein in dem Sinn. Aber so ein bisschen wehrt er sich gegen das getrunken werden. Ne? Ja. Steht da bei 86. Ja, mehr sind es für mich nicht, weil dieses leicht oder dieses phenolische Bitter nimmt für mich im Abgang zu. Ja, das ist auch so. Ich sehe auch die 86 schon fast knapp. Ja, ich auch. Weil es zu sehr bittert und dann ist es hinten wieder süß-bitter und dann spielt die Säure noch so eine Solo-Rolle da hinten. Ist auch nicht so richtig eingebunden. Ich denke, 85 sind noch gut wegen der Substanz, aber ich glaube, für das, was es will, ist das ein bisschen unbefriedigend. Ich habe nämlich Befürchtung, dass das schon ein großes Gewächs ist. Naja. Es ist, das hatten wir in den letzten Proben schon ein paar Mal, dass die 20er, das ist nämlich ein 20er, das ist das Weingut Arnold, Randersackerer Pfülben, großes Gewächs, dass diese 20er manchmal einfach durch, weil der Jahrgang so verdammt trocken war und diese Trockenheit sorgt halt auch für diese phenolischen Töne, zu heiß, zu trocken. Das wirkt sich halt manchmal so aus. Es gibt Weine, die das sehr gut wegstecken, die auch sich wunderbar entwickeln werden, aber der gehört eher nicht dazu. Der leidet eher unter den Bedingungen. Kostet 28.
405462. Ist natürlich angesichts dieser Performance schwierig. Mhm. Also man hätte es halt besser nicht gemacht als großes Gewächs, das abgeschlossen zu haben. Das riecht auch ein bisschen gemüsig. Und speckig. Mhm, da steht drin, der Speck. Und dann so zitronig, fruchtig, ein bisschen Steinobst, bisschen Pfirsich ist auch dabei. Ist jetzt nicht sonderlich komplex. Es ist ganz leicht parfümiert, also minimale floral parfümierte Note hat es. Ich finde, dass im Gaumen auch so ein bisschen Hülsenfrüchte hat. Das hat er auch schon in der Nase gehabt. Ja, und vor allem diese florale Parfümierung nimmt noch zu. Das hat dadurch fast ein bisschen, also nicht nur dadurch, aber das hilft halt mit, dass das so einen ganz minimal seifigen Eindruck hinterlässt. Und dann hat es eine blöde Süße, die es überhaupt nicht braucht. So eine Holzsüße, finde ich, ist es zusätzlich noch. So ein bisschen geröstete Mandeln. Ja, vor allem das... Vanillebutter-Toast. Vor allem, das ist von heute. Wir sehen das Verkostungsdatum, weil ich habe nichts auf heute irgendwie von gestern vorgesetzt im Datum. Das müssen wir ja manchmal machen, damit die Veröffentlichung nicht stattfindet, während wir noch in der Nachprobe stehen. Aber das ist von heute. Und trotzdem, das ist also noch nicht lang her, dass wir das probiert haben. Oder dass ich das probiert habe. Aber das fällt so ein bisschen auseinander in seine Einzelteile. Ne? Da die Süße, da das... Das Phenolische, da die Säure, da das Floral parfümierte. Kriegt dann auch so diese so was Bitterliches hinten, ne? So eine leichte Phenolik. Und dann kommt noch dieses Rüstige, leicht Bitterliche dazu. Genau, das schreibe ich gerade rein. Fällt wirklich mit Luft ein bisschen auseinander, ne? Das sind keine 86, das sind eher 84. Ja. Es ist nicht ganz ohne Substanz, aber es ist so irgendwas. Wie heißt das? Ja, das habe ich eigentlich nur mal reingestellt in der Hoffnung, dass es vielleicht gewinnt, aber es hat genau das Gegenteil gemacht. Das war ein gut Glaser. Das sind also weiter in den Franken. Obervolkacher Landsknecht 22. Best of Muschelkalk Kabinett Trocken Anaschida. Was? So ein Name. Trocken Riesling Best of Muschelkalk Anaschida. Hinten drauf steht dann noch Prädikatswein Kabinett Obervolkacher Landsknecht und ist 220. Naja. Hilft jetzt aber alles nichts. Nummer 930. Hm. Naja, kostet 13,40. Schade. Schade. Ja, ich habe schon gehofft, dass das ein bisschen, aber das ist so. Aber es ist auch 22, es ist halt einfach ein schwierigeres Jahr. 280574. Es riecht fast ein bisschen warm. Hä? Ja, es hat aber trotzdem also frisch pflanzliche bzw. kräuterige Töne drin. Hm. So ein Hauch Kamille. Ein bisschen Kamille ist gut. Es hat auch so ein Hauch was Dunkles im Hintergrund. Aber das Kamille. Schau ich da rein. Und ein bisschen Tabak. Wird das nicht drinstehen? Doch, das habe ich drinstehen, ja. Da ganz am Anfang. Mhm. Aber es riecht schon fast ein bisschen alkoholwarm. Aber da ordentlich süß. Süß-sauer fast. Erneut warm. Hat ein bisschen was, auch das hat was Phenolisches, ein bisschen Deckendes, ein bisschen so einen sandigen Gerbstoff. Dahinter kommt schon
deutlich mineraliger. Es hat schon viel Salz und aber sowas kalkig-kreidiges kommt da durch. Ja, ich finde auch, dass das so ein bisschen Pfirsichhaut und Algen hat. Ja, es hat, ja, auch das ist so Teil dieser Phenolik, dieses Schalenbitter, das da drin ist. Auch was Gemüsiges kommt, so Wurzelgemüse hinten raus, nicht nur vielleicht Wurzelgemüse, vielleicht auch noch ein bisschen. Du hast das vorhin schon mal gehabt, Hülsenfrüchte, grüne Bohnen oder irgendwo in diese Richtung geht das. Ist auch so ganz leicht indifferent, hat schon Substanz und hat Kraft, auch Alkoholkraft. Von der Mineralik haben wir gerade schon geredet. Aber so richtig zusammengesetzt ist es auch noch nicht ganz, sondern zieht sich so eine schon prominente Säure da durch. Ne? Das ist so, wie so ein bisschen Stahlseil von bis hinten. Das ist auch noch nicht so ganz zusammengesetzt, aber es hat zumindest... Ist das substanzieller, auch komplexer, ein bisschen tiefer und auch mineralischer als die Vorgänger? Ja, ich würde mir jetzt auch die 87 lassen. Mir ist auch ziemlich klar, was das ist, weil das ist so eindeutig. Ja, wir sind da wieder in Franken. Aber es kann nicht mehr. Ne? Es ist, nee. Dafür ist es ein bisschen zu indifferent in allem, zu wenig gut zusammengesetzt. Ja, und es ist halt auch nicht die beste Idee, mit einem Wein mit 13,5 Alkohol dann auch noch ordentlich Restzucker zu haben und dann diese 21er Säure. Das passt halt nicht so ganz zusammen. Das fügt sich nicht so richtig ineinander. Das ist Hanswishing, also Sister Act, das sind also die Töchter. 21, Lena und Andrea Wishing, Selektion aus alten Reben. Ach, schade. Kostet 22. Aber das schmeckt ein bisschen so, als hätte man aus diesem schlanken, nur mit Mühe reif gewordenen 21er Jahrgang auf Teufel komm raus irgend noch was Prominenteres machen wollen. Und das hat halt nicht ganz geklappt. Zumindest nicht harmonisch. 280576. Das riecht eher so nach einem reifen Pfirsich oder nach ein bisschen Aprikosen. Auch wieder was Florales mit dabei. So ein bisschen Pinienkerne oder fast schon Pistazien. Ja, und noch ein bisschen Hefe ist da riechbar. Das Ganze hat einen recht hellen Eindruck. Das riecht jetzt auch total unentwickelt. Aber diese klare Aprikosik, Pfirsichartige, also Steinobstaromatik, diese klare Riesling-Aromatik ist so wirklich noch sehr in dieses Hefige eingebettet, fast wie so ein Hefekuchen, auf dem diese Aprikosen und Pfirsichstücke liegen. Ein bisschen was Apfeliges hat er auch. Ja, ich finde das, ja. So in die Rhabarber-Richtung finde ich das. Das ist gar nicht schlecht. Ja, das hat, obwohl er noch so unentwickelt ist, hat er sowas leicht Mürbes schon in der Nase. Ne? Ich finde die Frucht eigentlich fest, klar, einen schönen Saft, eine minimale Süße. Ja, hat ganz leichte Süße, ja. Aber es ist der präziseste bis jetzt, ganz klar. Er ist schön durchgezeichnet. Auch der hat eine stramme Säure. Mhm. Aber die steht nicht so neben dem Wein. Das ist ziemlich gut integriert. Nee, der hat ja auch genug Substanz, genau, um das Ganze ein bisschen abzupuffern. Und dann kommt noch die Mineralik dazu, die so ein bisschen mehr in das Kreidige geht. Ja, ist auch wieder sehr hell. Ist überhaupt wirklich von vorn bis hinten ein ziemlich heller Typ. Recht kühl, spannungsreich. Also es schmeckt nach 23 von der Jugend her. Aber es hätte durchaus auch ein 21er sein können, wegen dieser Knackigkeit, die der Wein noch hat. Sind schon 8. Für mich noch nicht ganz. Es hat auch so ein Zug hinten noch mal gibt. Ja, ich meine, auch das ist ja Franken. Ja, und jetzt? Nein, das bedeutet. Du bist doch der absolut eingefleischte Franke. Nein, darum geht es ja nicht. Ich wollte ja eigentlich damit nur sagen, der ist noch nicht lang auf. Ach so. Und wirkt auch noch ziemlich verschlossen. Das heißt, vielleicht tun wir ihm Unrecht, aber ich würde dann einfach sagen, ich glaube, morgen muss ich es wieder alleine nochmal probieren. Bis morgen nicht an. Ja, ich
Nein, ich bin morgen auf aber ich probiere es morgen noch einmal. Hä? Ich würde nicht mal stehen, ich probiere ihn morgen noch mal. Ja. Hä? Ja. Du hast gehät. Nee. Und dann habe ich es dir erklärt. Du hast gehät und dann habe ich es dir erklärt. Okay, du probierst ihn morgen noch mal. Ja. Nochmal Wäsching. Ich bin trotzdem für 8. Der hat eine Länge, der ja, vielleicht Zug, hast du ja da recht. Kommen die Mineralien. Die Spannung ist ja auch da. Das ist erste Lage. Da kann ich ganz kaum lesen, aber das ist Ipöfer Julius Echterberg 23, aber nicht das große Gewächs, sondern die erste Lage. Dort darf man das ja noch beides machen. Den Echterberg als großes Gewächs und das erste Lage abfüllen. Der kostet 15,50. Aber das muss ich jetzt halt, Moment, das muss man ja wieder, darf ich wieder nicht irgendwie blöd machen, weil ich muss ja da ein Nachverkostungsend. Dann muss ich es doch in die Reihenfolge stellen, nicht, dass mir dann später, es ist uns nämlich schon mal passiert, dass man dann einen Wein auf meiner Habenseite stehen hat und dann, wo waren der jetzt eingesortiert? 280505. Wir mussten uns aufmerksame Zuschauer helfen, wo der da stehen geblieben ist, drin gestanden war. Ich finde jetzt die Nase eher zurückhaltend. Die hat was Feines, geht aber ein bisschen mehr so in diese vegetabilen Töne rein. Ja, das wirkt auch eine Spur entwickelter, was jetzt nicht ganz schwer war bei dem anderen. Im Gegensatz zu dem anderen, der so wirklich nur total unentwickelt war. Aber da könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass das wieder eher einer ist, der ja älter ist, ein 22er. Auch nur, ja, man merkt ja auch schon die Phenolik so ein bisschen in der Nase. Ne? Ein bisschen Phenolik, ein bisschen gelbe Würze, die der 22er gern hat. War mir ja noch nicht immer richtig gelegen, aber es wirkt im Moment zumindest so. Also am Gaumen. Tendenziell eher gelb, ein bisschen rauchig. Was Florales kommt jetzt da auch, steht das schon drin? Nee. Und so ein bisschen Sellerieartiges Wurzelgemüse. Da sind auch so die erdigen Töne noch mit dabei. Das ist ne, so ein bisschen noch dreckiges Wurzelgemüse. Klingt viel schlimmer als es ist. Ich meine wirklich dieser erdige Ton, der da mitschwingt. Auch das hat ordentliche Portionen. Wurzelgemüse? Auch das hat noch einen auffälligen, sandigen Gerbstoff. Es trocknet ein wenig, ja? Bisschen. Die Süße, habe ich schon gesagt? Nein. Also ich finde, es kriegt hinten raus noch immer so ein Pflanzenbitter. Von so Wildkräutern oder Brennnesseln oder so. Ja. Im Moment habe ich eher den Eindruck, dass der zumacht. Ja, das stimmt schon. Vor allem, weil es die Frucht sich offensichtlich noch einmal zurückgezogen hat und ein bisschen mehr von diesen pflanzlichen Bittertönen Platz macht und vor allem am ordentlichen Gerbstoff, der hinten raus auch noch einmal ordentlich trocknet. Im Moment wäre ich nicht bei 8, ich wäre eher bei 7. Der steht bei 88 und im Moment fände ich es zu hoch, weil mir ist das eigentlich zu rau. Ich würde ihm lieber 87 geben, trotz jetzt Verschlossenheit oder nicht, aber ich glaube, dass das mit diesem rauen Tanninen das nicht so richtig in den Griff zu kriegen ist. Das wird, glaube ich, bleiben. Okay. Ich meine, ich kann es gerne auch morgen nochmal probieren. Ja, ich habe ihm jetzt die Chance auf morgen. Mache ich? Also gut. Gib ihm nur die Chance. Muss ja ich machen, ja, morgen. Das ist ja dann, dir kannst du ja wurscht sein. Was haben wir da? Höfler. Ja, es ist 22. Haben wir das schon jemals erwähnt, dass das nicht der einfachste Jahrgang war? 22 Höfler, wir sind also weiterhin in Franken. Mittelbach, Steinberg, erste Lage. Der tut kosten 19,50.
noch Brummend. 280532. Ich würde gedacht, das Internet lahmt. Es riecht kühl. Ja, ist aber mehr auf dieser Steinobstseite, oder? Also wirklich so Pfirsich, fast schon ein bisschen Pflaume. Ich finde es nicht ganz hell. Ich finde es auch ein bisschen dunkel. Ja, na, du hast schon recht. Wenigstens Renikloten-artig. Ja. Ja. Das hat wirklich ein bisschen einen dunklen Hintergrund. Es kommt auch so eine ganz fein rauchige Note mit. Mhm. Ja, ich hab da fast schon so ein bisschen so einen Fasston-Eindruck in der Nase. Naja, das Nussige, das da auch schon drin steht, das könnte durchaus Holzfass sein. Ja, es hat also vielleicht sogar Spur Tabak, das auch darauf hindeutet. Ich versuche, dieses Dunkle da reinzuschreiben. Das war findest du es wirklich so zurückhaltend? Steinobst betont? Ich finde, es beißt sich. Naja, gut, weil ich schreibe, dass diese gelbfruchtige Aromatik Steinobst betont ist. Deswegen kann sie trotzdem zurückhaltend sein, aber trotzdem vor allem nach Steinobst. Aber es ist auch deutlicher geworden. Das war vorher nussiger und vegetabiler und die Frucht hat sich jetzt ein bisschen mehr durchgesetzt. Was hast du vorhin? Das stimmt gar nicht. Von gestern sehe ich. Das ist gar nicht von vorhin. Es ist eine relativ feste und kompakte und auch animierende Nase, finde ich. Auch wenn das eher ein ruhigerer Stil ist. Aber oder es macht neugierig, wie der Wein dann schmeckt. Im Gaumen finde ich ihn klar saftig. Hat auch hier so eine minimale Süße und dann kommen aber herbe, pflanzliche Töne mit dazu. Ich glaube gar nicht, dass das Süße ist. Ich glaube, dass das so eine gesunde Frucht ist. Also eine echte Fruchtsüße, die mit Zucker nichts zu tun hat. Kann schon sein, vielleicht hat er 3-4 Gramm, das kann schon sein. Aber das ist total harmonisch alles. Das ist, ich habe einen Verdacht. Ich weiß, was das ist. Ich habe nicht nur einen Verdacht. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Also mir gefällt er gut. Ja, sehr gut sogar. Also ganz ehrlich, gestern habe ich mir gedacht, oh, kann er das wirklich schon? Hm? Weil ich glaube, dass das der einfache Gutswein von Böcklin-Wolf ist. Und habe mir gedacht, oh, das ist aber schon gut für einen Gutswein. Und heute gefällt er mir fast noch besser als gestern. Mit dieser Saftigkeit und diesem phänolischen Griff, den er dann bekommt oder hat. Das ist so in sich ruhend, so unprätentiös. Das hat eine Substanz. Gleichzeitig will das nicht mehr, als es kann, aber es kann relativ viel, vor allem wenn das so gut so ist, wenn er das ist. Wovon ich schwer ausgehe, ist das bewundernswert gut für einen einfachen Basiswein. Aber schau, du hast selber Kandis eingeschrieben, ein Hauch Kandis. Ja, ja, wenn das ist, dann hat er auch 4 Gramm Restzucker. Wenn er das wirklich ist, dann stimmt dein Verdacht, dass es ein bisschen süßer hat, auch wirklich. Aber es stört hier überhaupt nicht, da passt alles. Weil auch diese Mineralik für Herbheit sorgt, diese leichte Fasstönigkeit. Also für mich kann der so eine leichte Champignon-Note fast, ne? So minimal, ja. Mhm. Im wirklich positiven Sinne. Also für mich kann der die 88 leicht. Nee, ich bin da fast bei 9. Ich auch. Also na, weil er auch dieses kühlpflanzliche, mineralische im Abgang hat.
Und der Kern ist ja auch, der hat ja auch ja, und eine gewisse Dichte. Echte Substanz und Dichte, ja, wie du gerade sagst. Und eine grandiose Balance und innere Ruhe hat. Und dann hat er hinten nochmal eine Mordsmineralik. Ja, es wird auch noch länger halten. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das kaum gar nichts anderes sei. Ja, ja. Aber das ist. Also, das ist wirklich erstaunlich. Eigentlich will ich das nicht wegschütten. Nein, das ist einfach. Das ist ein grandioser Gutswein. Das ist Böcklin Wolf Riesling Trocken 23. Ist das schon ein Lieblingswein? Ja. Das auf jeden Fall. Kostet. Schau her, die sind brav. Gewinnpreis. 14,50. Goldig. Also. Man sagt dann immer, würde ja sagen, 14,50 ne, für einen Gutswein ist das viel Geld. Für die Qualität ist das ein Witz. Also, für Lieblingswein. Ja, wir haben heute schon große Gewächse gehabt, die das nicht können. 406867. Und vor allem, wenn ein großes Gewächs bei dieser Bewertung landet, ist es meistens weniger schön zu trinken wie das. Ich finde es fest in der Nase, es ist nussig. Die Frucht eher zurückhaltend. Diese herben, pflanzlichen und feingemüsigen Töne finde ich vordergründiger. Ja, auch da glaubt man fast ein bisschen was Fasstöniges rauszuriechen. Und fast schon so ein bisschen was erdig-mineralisches, oder? Ja, es riecht so ein bisschen traditionell. Es hat einen leichten Candiston. Auch das wäre ja eigentlich auch traditionell. Früher waren die Weine ja ein bisschen süßer. Was man auch glaubt, rauszuriechen, ist so eine kalkige Mineralik. Das hat so was kalkig-steiniges im Hintergrund. Ich bin da tatsächlich eher bei Erde. Ich kann das Erdige. Feuchter Erde. Kann auch das Erdige nachvollziehen. Aber auch das Hell eher? Ja, auch. Ja, ich verstehe schon. Leichte Pilztöne. Auch schon so minimale Entwicklung in der Nase. Leerzeugen zu ihm. Ich finde, die leichte Entwicklung hat auch einen Gaumen. Wirkt das so was leicht Karamellartiges? Ja, so ein bisschen. Es hat auch einen leichten Zucker. Nicht so viel, wie ich befürchtet habe in der Nase. Also von der Nase her, weil da eben schon der Kandis schon so riechbar war. Das ist das gut integrierte, das bisschen Süße, das er hat, weil auch der eine gute, herbe Würze hat. Ein bisschen Gerbstoffgriff hat der, ist ein bisschen rauer als der Vorgänger. Aber es hat durchaus Substanz. Ne? Ja, ein bisschen Pfeffer, das steht drin, was Schwarzbeeriges da hinten. Und wieder Tabak raus. Ich finde auch, dass der so ein bisschen was Aschiges hat. Ja, Rauch steht drin, die Asche noch nicht. Aber das hat er. Schä, habe ich geschrieben, vorsichtshalber. Aus welchen Gründen auch immer. Ich will langsam blöd im Kopf. Hat man auch noch nie, ne? Dass wir das thematisiert haben. Und im Abgang kommt wieder diese dunkle Würze, ne? Ja, das ist nicht nur hell, wie wir das von der Mineralik her eigentlich hatten. Dass das, ja, auch das Erdig-Kreidige hat er auch am Gaumen, aber da hinten hat er. So einen dunklen Hintergrund. Nicht uninteressant. Nicht ganz die Feinheit vom Vorgänger, nicht ganz diese selbstverständliche Balance. Aber es hat Substanz, gewisse Kraft.
Saftigkeit, also die 88 kann der. Hinten kommt ein bisschen Süße durch. Ich finde, wenn er hinten halt so was ganz leicht Trocknendes hätte, wäre ich auch bei dem bei 89. Aber die Substanz kann es, die Balance kann es nicht ganz. Ja. Aber es ist sehr guter Wein. Ja, das ist Hanewald Schwert. Das ist 20. Naja, wir haben 20 heute schon in einer ganz anderen Form erlebt. Das ist deutlich besser. Das geht auch mit diesem Gerbstoff deutlich besser um, mit diesem typischen 20er. Das ist Leistatter Herzfeld 20 Hanewald Schwert. Großer Wein, wie es da oben auf dieser Dings steht. Ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber es ist sehr guter Wein. Da steht jetzt als Preisangabe mehr als 20 Euro. Die haben das so entweder bis oder mehr abgegeben. Das kostet, glaube ich, so um die 25 ab Hof. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ah, das macht da Tricks nicht wirklich lustig, wenn da mehr als 20 draufsteht. Und man hat dann irgendeine Auswahl. Ja, aber wenn dann jemand auswählt bis 20 Euro, dann kommt der noch mit raus, obwohl er 25 kostet. Die wissen schon, was sie tun. 406853. Aber nicht vergessen, das ist ein sehr, sehr anständiger Wein. Und für den Jahrgang erst recht. Auch ein bisschen Entwicklung, ne? Aber es ist mehr auf der gemüsigen Seite. Also da so ein bisschen Wurzelgemüse, ja. So eine Spur Fenchel mit drin. Ja. Ne, so ein Hauch von Kamille, also auch so Heilkräuter. Die schreibe ich. Ja, Kräuter, die ich drin stehen, nämlich ich schreibe Heilkräuter. Und ein bisschen Muschelfleisch. Das musste ja jetzt irgendwann kommen. Ich habe mich schon gefragt, wie lange du es aushältst, bis das Muschelfleisch aus dir rausplatzt. Du fragst es in jedem Video in der Zwischenzeit. Ja, das kommt ja in der Zwischenzeit ja auch. Mit Zuverlässigkeit spätestens beim vierten Wein. Alles klar. Jetzt sage ich es nicht mehr. Doch, wenn es drin ist, darfst du es ja auch sagen. Ja, aber es ist doch drin. Ja, dummerweise ist es drin. Ne? Ja. Ist recht hell in der Nase, ein bisschen rauchig, hefig, wirkt aber trotzdem ganz leicht entwickelt. Hat auch du merkst auch diese Phenolik, die er hat. Das wäre jetzt das Nächste gewesen, was ich sage, dass das auch ordentliche Phenolik hat, so, die sich so ein bisschen sandig über den Wein legt. Ja. Aber viel Salz. Ich finde, es kommt sehr viel Salz im Abgang durch, außer Spur Kreide. Ja, diese mineralische Energie reißt es raus. Mhm. Er zieht da ihn wirklich nochmal ordentlich an. Er dürfte für meine Begriffe ein bisschen weniger Gerbstoff rau sein. Dann wäre es noch ein wenig schöner. Aber dieser feste Kern, der Zug, den der Wein hat, der wird sich auch noch eine Weile gut entwickeln können. Deswegen kann ich mit den 88 schon leben. Nochmal Hanewaldschwert. Das war aber 21, ja. Das ist auch schlanker als der andere. Und wirkt herber. Das ist 21 Leistatt Herrenmorgen von Hanewaldschwert. Da steht bei uns bis 20 Euro. Das kostet ab Hof, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe nämlich gestern nachgeschaut oder vorhin nachgeschaut. Ist ja egal. Vorhin nachgeschaut. Ich glaube 17,50 oder sowas kostet er. Und ich glaube, die geben die Preise halt vor allem so an, weil es halt im Handel ein bisschen anders ausschauen können als ab Hof. Aber so in der Größenordnung, also eher ein bisschen unter 20 kostet er. 406947. Übrigens für 21 vielleicht ein bisschen untypisch viel Phenolik. Aber trotzdem mit dem Jahrgang eigentlich recht gut umgegangen. Ne? Weil wir hatten es auch schon deutlich
weniger befriedigend, die 21er. Das Fest ist rauchig. Hat was Kühles, aber auch so eine gewisse Wärme in der Nase. Erinnert mich minimal an Artischocken oder Karpfen. Ja, überhaupt, das gibt so ein, ja, ein bisschen Kapern oder Weinblätter oder solche. Irgendwie so in diese Richtung. So was bisschen Grünes, aber ohne Unreife oder sowas zu vermitteln. Schreiben wir es so halt auch, nein. Ich tippe wieder was zusammen. Gib mir den ganzen Tag schon so, dass ich Blödsinn tipp. Es wirkt auch ganz leicht entwickelt am Gaumen, ne? Mhm. Entwickelt, so ein bisschen was Holziges dabei. Und dann kommt wieder so ein Schmelz. Ein gewisser Schmelz, was Gelbes. Schon Schmalz. Ja, so ein bisschen Griebenschmalz. Ja. Ne? Ja, auch fast so wirklich nur angedeutet. Röstzwiebeln und solche Dinge kommen damit. Auch das hat eine ordentliche Phenolik. Das ist ein bisschen staubig am Gaumen. Ja, leicht sandige Phenolik, habe ich schon eingeschrieben. Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, ob man es in solchen Jahren mit dem Schalenkontakt oder dem Pressdruck oder was auch immer nicht übertreibt, dass man ein bisschen diese Phenolik rauskriegt aus diesen Weinen. Ich finde, er kriegt so ein bisschen was Sprödes fast. Ne? Ich bin jetzt hier eher bei 87. Ja, es hat vor allem zwei Dinge. Auf der einen Seite ein bisschen diese spröde Phenolik und auf der anderen Seite zerfließt es ganz leicht in den Konturen. Es wird ein bisschen weich und buttrig an den Rändern. Deswegen, die anderen hatten da noch ein bisschen Energie dagegen. Die fehlt ihm leicht im Vergleich. Deswegen sind das auch noch 7. Oh, da sind wir schon wieder beim großen Gewächs. Ah, wo sind wir? Das ist wieder, wir sind weiter in Franken. Das ist, was heißt weiter? Wieder in Franken. Das war ein Gut Höfler, 21 Michelbach Apostelgarten. Großes Gewächs. Höfler oft sehr gut mit seinen Rieslingen. Aber es waren halt auch nicht die einfachsten. Ah, der war schon mal da. Den haben wir vor fast genau einem Jahr, also vor 13 Monaten, schon mal probiert, hat er auch nur 87 gehabt. Da war auch schon das Trocknende angemahnt. Jetzt hat er es wieder. Wie sich das dann doch so oft wieder bestätigt, ne? Da gibt es Leute, die sagen, man kann gar nicht nachvollziehbar verkosten, so dass das wiederholbar ist. Das kann man, glaube ich, widerlegen. Es gibt klarerweise auch alle andere Fälle, aber solche Fälle passieren halt viel öfter. Sehr floral, die Nase. Hat was Helles, so ein bisschen blanchierte Mandeln, dann kommen Blüten mit dazu, ne? Ja, vor allem, es hat noch eine angedeutete Reduktion. So ganz leicht, so einen leichten Zimtblättchenton, ne? Ja. Und dann finde ich auch, dass es eher auf der Zitrus- und Steinobstseite ist. Ja. Ein bisschen Pfirsichhaut ist da auch dabei. Wie sich das eigentlich gehört bei Riesling, ne? Die Zitrusschalen, ja, stehen drin. Ja, steht da alles drin. Das ist ein bisschen steinig, mineralische, das da mitspielt.
kann man sich immer drum streiten, ob man sich das einbildet, ob das noch ein bisschen Schwefel ist oder diese Reduktion ist, oder ob es wirklich mineralig ist. Meistens zeigt es der Gaumen ja. Prost. Ich sag ja, ich soll nicht weniger Wasser trinken. Ich finde es sehr saftig. Eher kühl, auch wieder hell im Gaumen. So einen zarten Schmelz. Dann kommen dunkle Beeren durch, wieder deine steinige Mineralik. Ja, das hat auch ordentliche Süße. Und so ein feines Wurzelgemüse. Aber, genau, diese Süße sorgt dann nicht für verschwimmende Konturen. Es bleibt alles ziemlich straff, präzise, kühl, hell, geradlinig. Also ich kenne viele Weine, die haben wahrscheinlich weniger Süße und dann nervt mich der Zucker viel mehr als hier, weil das ziemlich gut abgestimmt ist, das Ganze. Es ist noch unentwickelt. Man muss da ein bisschen auch aufpassen, wenn mal so diese Hefe weg ist und sich dieser momentan noch ein bisschen diese noch herbe Phenolik anders eingebunden ist, kann es dann durchaus sein, dass der Zucker deutlich herausschmeckt. Aber im Moment ist das alles ziemlich harmonisch. Es hat auch einen schönen Zug. Da kann ich mit den 88 gut leben. Es wird sich auch gut entwickeln, glaube ich. Also es wird vielleicht ein bisschen süßer schmecken, aber das kann was, der Wein. Der hat Schliff. Passt? Passt. Was ist denn das? Wir sind in der Pfalz. Das ist Eugen Müller. Kenn ich noch. Das ist der Förster Jesuitengarten. Kennst du nicht? Kenn ich nicht. Nein. Förster Weingut. 23 Jesuitengarten. Das ist interessant, dass der diesen Jesuitengarten, der ja doch schon auch als grandiose Lage gilt, den hat der hier als deutlich kleineren Wein ausgebaut. Das sieht man am Preis, das kostet 12,90 Euro. Und da kannst du jetzt echt nicht meckern. Nee, wer sich an diesem bisschen Zuckerschwänzchen nicht stört, hat da einen tollen Wein für echt bezahlbares Geld aus einer erstklassigen Lage. 406999. Und was wieder auffällt, was immer schon auffällt, der Jesuitengarten, normalerweise die Försterlagen ja sehr oft mit so dunklen Hintergründen, mit dadurch, dass da Basalt im Boden ist, was Rauchiges hat, wirklich auch was Dunkles, Steiniges oft. Der Jesuitengarten hat's nett. Das ist fast immer so. Oder immer. Ich weiß gar kein anderes Beispiel gerade. Das finde ich, hat jetzt eine gewisse Tiefe in der Nase. Das war ganz leicht entwickelt, aber ich finde, so leichte Tiefe ist da. Ein bisschen Waldboden. Genau, so fast ein bisschen so ein Ahorn-Touch, oder? Mhm. Auch Pilze. Ja, ich habe ja gesagt Waldboden. Mhm. Da zählen wir doch im Prinzip dazu. Ja, zählen wir alles mal dazu. Zumindest das Myzel zählen wir da einfach dazu. Nein, du hast ja recht. Es ist ja... Auch so ein bisschen Heu fast, ne? Ja, gar nicht so schlecht. Unterholz steht drin. Ist auch wieder eher so eine 22er-Charakteristik, ne? Also fast leicht Fencheliges drin, überhaupt dieser ganze gelbere Charakter. Ich finde, Fenchel kommt vor allem im Gaumen raus mit ein bisschen Senfsaat oder Sesam. So, Sesam. Sesam ist ganz deutlich. So in diese Richtung. Ja, wobei es so ein Dill-Tönchen schon auch hat. Ja, das stimmt. So ein leichtes Gurkenwasser. Ja, weniger negativ gemeint, wie es vielleicht klingt. Ich finde auch diese Pflanzenschärfe, so ein bisschen eingelegte Peperoni, fast Pfeffer auch. Es hat wirklich eine auffällige Schärfe, ne? Gibt so eine Pflanzen- und Gewürzschärfe. Wobei mehr pflanzlich als gewürzig. Hat auch ein bisschen Zucker, ne? Ja, wobei mich der hier gar nicht so stört. Naja, das ist da eigentlich ganz gut in diesen
in diesen Weincharakter auch eingebunden, der so ein bisschen schmelziger, ein bisschen saftiger, ein bisschen, wie soll man das sagen, so ein bisschen der hedonistischere Typ ist, sagen wir mal so. Ein bisschen Tee hinten raus. Ich glaube auch, dass man da wegen der Substanz, der Komplexität, der guten Abstimmung, die der Wein hat, auch der hat Gerbstoffe, aber das ist gut integriert. Die Säure ist integriert, der Zucker ist integriert, das Salz ist integriert, das Salz integriert. Können wir ihm 89 geben. Ja. So. Ich glaube nicht, dass man das jetzt ewig aufheben sollte. Das schmeckt jetzt sehr und es schmeckt wahrscheinlich auch noch die nächsten 5 Jahre sehr. Aber es ist nichts, was man sich wirklich weglesen, schon her, weglegen muss. Das ist das Weingut Altes Schlösschen, bei uns schon, glaube ich, ewig nicht mehr eingeschickt. Ja, ja. Das letzte Mal 2012. Das ist Riesling, Alte Reben, Kastaniengarten 22. Das ist doch mit dem Jahrgang gut umgegangen. Mhm. Kannst nicht meckern. Jetzt schauen wir mal, was er kostet. 12,90 Euro. Kannst nichts sagen. Also, man muss diesen etwas, wie gesagt, ein bisschen ausladenderen und leicht süßlicheren Stil bevorzugen, aber dann ist man damit saugut bedient um den Preis. 406234. Ist recht viel kühler. Sind so feine Pfirsich-Zitrustöne, ne? Und so ein bisschen Frühlingszwiebel oder sowas. Ja. Und viel frische Kräuter. Naja, auch die Frühlingszwiebel ist natürlich, meint natürlich auch diese Frische. Ja, aber ich rede wirklich von Petersilie oder Schnittlauch. Mhm, kann ich auch total nachvollziehen. Schnittlauch, Petersilie, Frühlingszwiebel. Das ist wirklich, die drei Aromen hat das. So ist es. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich da mich nicht irgendwie passt. Dass ich nicht wieder irgendwelche Begriffsdubletten drin habe. Auch eine ganz leichte Süße, zum minimalen Candyston auch. Aber hat Saft, hat Säurebiss. Ist vor allem hell, ne? Eine helle Frucht. Ja, aber so wir hatten es heute Spur. Genau, sie im Hintergrund hat er doch auch was Dunkles. Da könnten wir es mit einer anderen Forsterlage zu tun haben, weil das hat so dieses rauchig steinige im Hintergrund. Auch so ganz leichte Süße. Ich meine, das kann natürlich gut wieder Eugen Müller sein. Der hat ja zum Beispiel Kirchenstück und was ist das Ungeheuer, Pechstein, kann glaube ich auch. Das könnte in die Richtung gehen. Das hat so ein bisschen was Moosartiges auch noch, ne? So eine steinige Mineralik, ein bisschen dunkle Beeren. Kühle pflanzliche Töne. Ja, aber dunkle Würze und Salz. Er hat Griff, auch das hat spürbaren Gerbstoff, aber der ist integriert. Ach, der steht schon bei 89. Naja, damit kann ich überleben. Es hat ein ganz leichtes Bitter, es trocknet auch ganz leicht. Wenn diese Feinheiten noch ein bisschen besser herausgearbeitet werden und das ein bisschen geschliffener wäre, hätte vielleicht sogar mehr. Ja, es ist ein Grenzfall, aber die 89 passen. Ja.
Da schau her, das ist genau das. Das ist Eugen Müller-Pechstein. Das ist Eugen Müller 23 Forst Pechstein. Und das muss man ihm auch hoch anrechnen. Es schmeckt halt auch so. Kostet 25 Euro. Wie gesagt, da ein bisschen diese raue Phenolik, wenn man ein bisschen in den Griff kriegen würde, könnte dann vielleicht noch mehr. 280534. Dann braucht man den Zucker nicht. Mhm. So ganz nebenbei. Festiv, noch reduktiv. Das hat wieder Reduktion, ja. Feine, gemüsige Töne. Ich finde sogar so eine leichte Peperoni-Note. Ich will mich nicht dauernd vertippen, Dad, wären wir schon fertig. Na, okay, wären wir noch nicht fertig. Aber in den letzten Zügen. In jeder Form. Schau, jetzt wird es dunkel. Wenigstens schaut es nicht nach Unwetter aus. Ja, das ist ganz, ganz eigenwillig, denn auf der einen Seite hat die Nase was Ruhiges, in sich Ruhendes, auf der anderen Seite trotzdem noch diese minimale Reduktion, die ja immer so gleich die Nervosität reinbringt. Es wirkt ein bisschen fasstönig. Mhm. Da stehen getrocknete Blüten drin. Das finde ich auch ziemlich deutlich. Jetzt sind mehr Pilze als vielleicht vorhin oder gestern. Ja, gestern. Ja, so ein bisschen Waldpilze. Vielleicht ein bisschen sortiert. Nicht sortiert, sondern sortiert. Oder? Ja, auch hier habe ich so eine... Ich muss es ja jetzt umschreiben. Du meinst Muscheln, soll ich sagen für dich? Nee, meine ich nicht, aber ich meine halt so Tiere, die normalerweise im Wasser wohnen, mit so Scheren dran. Ja, frisch vom Grill runtergehüpft. Wann kommen deine Kinder? Heute Abend. Warum? Ja, ich wollte nur, dass wir rechtzeitig fertig werden. Aber es stimmt, es ist nicht Muschel, sondern es hat schon in der Nase so eine leichte Krustentiersüße. Ja. Deine Krabbenscheren haben mich überzeugt. Meine Krabbenscheren? Ja. Riecht aber schon gut, ne? Mit schönem, auch kräuterigen drauf, so ein bisschen... was asiatisch angehaucht ist, vielleicht so Shiitake oder sowas mit dabei. Also, es riecht sehr, sehr einladend. Ja, ich mag auch diese Gewürznote, die er am Gaumen hat. Ich finde die Frucht hell und dann kommt so dunkle, fast so ein bisschen in diese Pumpernickel-Richtung gehende Brottöne. Dann so eine leichte Pflanzenschärfe, fast so ein bisschen Austernwasser. Ja, vor allem, das ist doch vollkommen klar, was das ist, weil das ist ja wieder knochentrocken. Na, das wird Birkelin-Wolf sein. Ja, es hat überhaupt keine Süße. Das hat auch eine total reduzierte Frucht und zeigt eine tolle Komplexität in der Aromatik. Hat keine Angst vor Riesling-fremden Aromen, die jetzt nicht jeder sofort damit assoziieren würde, siehe Pumpernickel oder sowas. Das ist natürlich ein bisschen fasstönig, ist ganz klar. Bleibt aber dennoch ganz eindeutig. Riesling hat eine tolle Säuremarmorierung, steht auf einem mineralischen Fundament, das Ganze. Was sehr salzig ist, ne? Und steinig. Hat auch Phenolik, aber die ist auch gesund. Auf der kann man rumkauen und dann ist das speichelziehend. Und es hat eine innere Süße, die nichts mit Zucker zu tun hat. Das ist einfach die Reife, die
die Substanz, die das hat, die Konzentration, die dafür sorgt, dass das eine minimale Süße hat. So wie, was weiß ich, manchmal Kaffee, so etwas, ne, wo du weißt, es hat keinen Zucker und trotzdem hat es sowas. Das ist also außerordentlich gekonnt und das, man müsste sich wirklich da dann ein Beispiel nehmen, wie das halt geht ohne blöden Zucker. Dass man, das braucht man nicht, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ja, sind ja 90 aus 89. Ja. Und das ist so eigenständig, so völlig unverwechselbar und gleichzeitig so selbstverständlich. Das ist natürlich Böcklin-Wolf. Das ist 23 Wachenheim Ortswein. Ja. Kostet 21 Euro. Ist er locker wert. Macht einfach nur Laune. Das ist total jung. Das wird wunderbar reifen. Das magst du eigentlich jetzt schon trinken, weil ja. Das halt eigentlich komplett ist. 406231. Ich finde, das hat eher ein bisschen was von Trockenblumen und Wildkräutern. Ja. Ein bisschen feingemüsige Töne. Aber ich finde diese Trockenblumen eher sehr gut. Richtung Romanesco oder so geht. Auch das finde ich gut. Mit ein bisschen Rauch, frische Butter. Ja, es hat so einen minimal dunklen Einschlag. Ich glaube doch, so ein bisschen mineralig schon zu riechen. Es ist wenig fruchtig in der Nase. Am Anfang hat es so eine Zitrusspitze. Aber bei weiterem Reinriechen gleicht sich das schnell wieder aus. Ist vielleicht auch im Verhältnis zum Vorgänger gewesen, dass man da das ein bisschen zitroniger wirkt. Das hat aber auch am Gaumen dieses helle, fast ein bisschen weißfruchtige, aber wirklich zitrusfleischige, oder? Dieses Zitronenfruchtfleisch. Kommt so ein bisschen Kantis. Und er hat Süße, ja. Die nicht sehr aufdringlich ist, aber man merkt sie ein bisschen. Und der hat so eine leicht... Und ein bisschen Schmelz und... Du hast gesagt, die Süße ist nicht aufdringlich. Sie ist nicht aufdringlich, aber ich finde, sie steht ein bisschen neben dem Wein. Ja, ich wollte gerade was Entsprechendes sagen. Das hat so eine leichte Anmutung an Plätzchenteig. Durch dieses Hefige, die gewisse Süße, die das hat. Ne? Diese minimale mandelige Nussigkeit, wobei es nicht nur Mandel ist, es ist Haselnuss auch. Ja. Hat es wirklich so ein Leid. Ist ein leichten Teigton. Auch, es hat so auch diesen buttrigen Schmelz noch mit. Ne? Ja. Ja. Der hat auch schon 90, sehe ich gerade. Ist fast einer zu hoch. Ja, ich bin da eher bei 89. Für mich ist das nicht ganz harmonisch. Dann gibt es auch so ein leichtes Bitter noch im Abgang. Ja, ist süßlich herb. Hm. Es hat schon Mineralik und Substanz auch. Aber ja, 90 wäre da zu viel. Ja, es ist schon auch fast am unteren Ende von 89. Wenn du so reinschmeckst, es ist halt hinten raus auf der einen Seite trocknend, auf der anderen Seite süßlich. Du sagst ja, das ist nicht harmonisch. Trotzdem hat er aber... eine Dichte. Die darf man jetzt auch nicht komplett... Ja, hat auch Länge. Ne? Der wird sich vielleicht mit der Reife ja nochmal fangen. Ja. Er hat wirklich Länge. Zieht ihn dann nochmal an. Das passt schon mit den 89. Da war ich vielleicht ein wenig überstreng. Ja. Schade. Das ist nämlich nochmal Eugen Müller und das ist jetzt das Kirchenstück. Und wenn der noch ein bisschen mehr schliffet und jetzt nicht immer... Wenn man da weniger auf Zucker bauen täte, sondern wie das eben bei Böcklin-Wolf der Fall ist, auf
echte Substanz und Dichte, wäre es noch stärker. Kostet 30 Euro. 280533. Aber du merkst dem Wein, also du merkst dieser Lage an, dass ich was kann schon am Wein, ne? Weil er zieht, weil er Länge hat. Und das, wenn man da noch ein bisschen ein paar Stellschrauben anders justieren würde, könnte das noch mal ein ganzes Stück mehr. Das ist wieder sehr, sehr fest. Dabei unaufdringlich und herb in der Nase. Ja, das kannst du fast schneiden. Schau mal. Ah, da stehen sie ja schon. Da stehen Muscheln drin und sie war gestern gar nicht da. Das ist nämlich von gestern. Ja, aber wenn das nicht nach Muscheln riecht, was riecht dann nach Muscheln? Sehr mineralisch schon in der Nase, ne? Es geht in steinige, kreidige, so ein bisschen Algen, die da noch mit durchkommen. Er hat nur minimale Reduktion. Reduktion. Die gewisse Mineralik kann ich in deutliche abändern, die da drin steht. Und ein bisschen Lado-Speck. Oh, ist das wieder wirklich was? Schon. Da riechst du rein und es ist einfach fein. Und es ist einfach so. Hat auch ein bisschen Frühlingszwiebeln. Ja, hat auch am Gaumen. Das ist fest, trocken. Hat, wenn das wieder Böcklin Wolf ist, ein bisschen mehr Schmelz und Buttrigkeit als der andere hatte. Ich finde auch ein bisschen mehr diese dunklen Beeren kommen hier durch. So ein, ja, Hauch Nussbutter. So, fast ein bisschen Heidelbeertönig ist das. Das stimmt. Nussbutter, genau. Wirkt auch wärmer als der andere. War offensichtlich gestern dadurch schon ein bisschen zugänglicher und deswegen hat er gestern schon 90 gekriegt, während der andere erst sie heute bekommen hat, weil er verschlossener war. Wobei ich heute ja fast noch mehr Fan vom anderen bin, wobei das schon sehr gut ist. Also das muss man schon sagen. Das hat einen ganz leicht burgundischen Einschlag. Ich finde auch, dass du irgendwie 90 nicht nehmen kannst. Nein, auf keinen Fall. Dafür ist es viel zu fest, auch zu lang. Das ist, hat was Selbstverständliches wieder. Ist nur vom Charakter her halt anders. Das ist wirklich Geschmackssache, wenn man da jetzt lieber mag. Und ich meine, das ist jetzt einfach gesagt, ich meine, mag den einen lieber als den anderen. Da kommt es dann ein bisschen aufs Essen an. Weil ich habe jetzt, bei mir fangen jetzt schon die Gerichte, es defilieren wieder an, vor dem inneren Auge. Ich bin auch schon so ein bisschen bei der. Was schon bei der Bouillabaisse. Das ist witzig. Ich wäre ja hier so, so wie bei so einem guten Kalbsragout oder sowas. Auch in Ordnung. Ja? Oder so, hat nicht, wie heißt denn das? Was ist im Blätterteig, dieses, wie heißt denn? Erstens Zürcher, aber das, wie heißt das? Das hat einen ganz speziellen Begriff, wo du im Blätterteig-Tönnchen das reintust, ein Deckelchen drauf. Wie heißt das? Ja. Ja, ja. Du hast doch in allen großen Häusern dieser Welt schon gearbeitet. Nicht dieser Welt, nein, das ist übertrieben. Ja, unserer kleinen Welt. Ich weiß, was Kann's du meinst. Kann es doch nicht geben. Ich weiß, was du meinst. Nicht Herzoginen, so wie heißen die? Herzoginen, Kartoffeln, habe ich im Kopf. Aber es hat doch auch irgendeinen so hochtrabenden Begriff von irgendeiner. So, oder? Sagt halt was. Ich guck ja schon. Ja, ich meine ja die da, aber es ist, man hört sie ja immer nicht. Meinst du, ich komme jetzt auf diesen Begriff? Mir geht's ja auch so. Wie heißt's denn? Vor gar nicht so langer Zeit gegessen erst. Ja, also, das ist ein bisschen karamellig, ein bisschen buttriger, ein bisschen sahniger in seiner ganzen Art, aber es ist fest, es ist mineralisch, es hat Struktur, es hat Griff,
Man kann es kauen. Es ist vor allem appetitanregend. Hat 90 und hat, gut ist. Ja, und ich finde es nicht. Vielleicht fällt es mir ja irgendwann noch ein. Also, das ist der, ja, das ist der andere Ortswein, den uns Böcklin-Wolf geschickt hat. Sie haben nur ein kleines Sortiment angestellt. Leider, weil das alles ziemlich gut ist. Das ist der Rupertsberger Ortswein. Ja, aber ein Faster haben sie uns geschickt. Was kann ich jetzt dafür? Nein, wir erwägen ein kleines Beleidigtsein. Hm? 405248. Ja. Ja. Ne? Sehr kühl, eher floral für mich. Leicht maritime Töne. So ein bisschen was Eigenartiges. Mhm. Es ist auch ein anderer Stil. Das ist sehr jugendlich, sehr frisch, sehr auch ein bisschen floraler. Wirklich komplett anderer Stil. Bisschen reduktiver noch. Also fast ein bisschen was Krokantartiges in der Nase. Naja, das ist wirklich, ich glaube, dass das noch ein bisschen an dieser Reduktion liegt. Das ist so hefig, nussig, ganz leicht nervös, Zündplättchen, so ein Hauch. Ich glaube, dass das diesen Eindruck erweckt. Aber es ist eine schöne Nase, sie ist klar, sie ist präzise. Hat eine gewisse Tiefe. Naja, es ist hell, frisch, straff, saftig im Mund. Völlig anderer Stil als der Böcklin-Wolf. Wenn ich jetzt sage, viel mehr Fruchtigkeit, dann stimmt es so gar nicht, weil es keine aufdringliche Fruchtigkeit ist. Die Frucht ist sehr hell, sehr fein, sehr geschliffen. Aber es hat nicht diese fast schon, wie soll man das sagen, sekundären Aromen, die Böcklin-Wolfs prominent haben, sondern das ist viel primärer in seiner ganzen Aromatik. Viel mehr auf frische und feine Fruchtigkeit und frische Pflanzlichkeit gesetzt. Aber das kann das ziemlich gut. So einen schönen Schliff. Ja. Das ist mal einer, der nur noch so eine ganz feine Phenolik hat, die nicht rau ist, nicht wirklich griffig oder am Ende trocknend oder bitter. Hat das gar nicht. Es ist sehr, sehr geschliffen, das Ganze. Und sehr hell in der Charakteristik. Ne? Auch im Gaumen. Wobei er dann im Hintergrund schon so ein bisschen dunkle Holztöne fast hat. Ist leicht Paranussartig. Ah, das stimmt. Na? Oder Muskat. Ja. Ja, ja, ja. Ich finde Paranuss ziemlich. Ja, ich finde beides gut. Ich finde auch Muskat gut. Ja. Kommst du in Bedrängnis? Hm? Kommst du in zeitliche Bedrängnis? Naja. Die ziehen wir jetzt schon noch durch. Jawohl. Also, aber der kann die 90, oder? Ja. Hast du überlegt gerade? Hast du gezögert? Ja. Wegen er kann's oder wegen er kann mehr? Nee, ich habe mich gefragt, ob er mehr kann, aber es kann er nicht. Aber du hast dich nicht gefragt, ob er weniger kann? Nein. Danke, mir fällt mir jetzt ein Stein vom Herzen. Ich habe mich gefragt, ob er eher 91 kann. Aber kann er noch nicht. Da fehlt es ein bisschen an Tiefe. An der letzten Tiefe, genau so ist es. Aber wir wollen da nicht groß jumrammern. Was? Rumjammern. Mann, wie wird das in den nächsten Jahren, wenn das mit meinem Hirn so weitergeht? Aber was ist das? Aber das macht schon. Ich fand es jetzt schon also, komisch, aber okay. Das ist der
Wer den klassischen Riesling, modernen Riesling-Liebhaber ist, das natürlich super. Das ist reiner Sauer, Escherndorfer Lump, aber die erste Lage. Die großen Lagen heißen, oder großen Gewächse heißen dann 1655. Also, 23 erste Lage von dem kostet, Moment, 16 Euro. Du kannst halt gar nichts sagen. Ne? Es ist Freundschaftspreis. 280536. Jo. War ein bisschen reduktiv, aber das hat Tiefe. Ja, ich wollte gerade sagen, es hat aber Tiefe. Tiefe. Und Dichte schon in der Nase. Oder ein bisschen was Rüstiges, so rüstige Mandeln. Oder feines Wurzelgemüse. Ja, klar, dieses. Zitrusfrucht. Dieses leicht rauchige bis röstige kommt natürlich wieder von der Reduktion. Ich habe gestern, war das gestern? Ja, wo ich Speck reingeschrieben habe. Wir sind da sicher in der Pfalz. Und das ist so, aber. Wir haben jetzt schon eine Nase, die noch einmal eine Dimension tiefer ist als das, was wir bislang hatten. Mir rinnt. Schnupfen? Na gar nicht. Das ist nur, es ist ziemlich kühl hier drin. Und ich habe schon kalte Nasen. Bitte? Ja, kein Wunder, die habe ich auch. Ich habe übrigens auch kalte Zehen. Das mag ich ja überhaupt nicht. Meine Füße sind warm. Ich habe ja gescheite Winterschuhe an. Das ist schön für dich. Ja, das ist es. Man könnte hier auch ein bisschen mehr die Heizung aufdrehen. Ja. Das wäre blöd. Wäre es ja irgendwie die Luft trocken, dann verkostet sie es schlecht. Es muss ja die Nasenschleimhaut so leicht befeuchtet bleiben. Ja, genau. Verstehst? Man sitzt ja dann lieber mit Mütze und Handschuhen. Jetzt sind die Hände aber warm. Vorhin war es kalt. Sind deine Hände aber? Naja, nicht wirklich warm. Ich habe gesagt, kalte Füße. Müsst öfter schlucken. Quatsch, ich mache das ja auch nicht. Also nicht, dass ihr das jetzt wirklich glaubt, dass ich jetzt da schlucken tät. Ich finde es nur, ich fand es nur gerade lustig. Wird es jetzt nur dunkel, weil es Nacht wird oder weil die dunklen Wolken aufziehen? Ich glaube, es wird beides. Nacht. Ja, gut. Beides ist blöd. Da hinten wird schon ein bisschen grau. Ein bisschen Tee. Ein bisschen Earl Grey Tee. Du meinst, das ist Bergamott? Ja, so minimal. Und Salbei. Das finde ich aber schon ziemlich gut. Ja, es ist ja auch gut. Das ist auch sowas. Ich mag auch diese herben Noten in dem Wein. Das ist wieder knochentrocken, das ist wieder in sich ruhend. Es ist nur ein Hauchschmilz. Ja, aber wenn das nicht wieder Böcklinwolf sein sollte, wovon ich aber schwer ausgehe, was einfach vor allem daran liegt, dass der Wein knochentrocken ist. Und ich glaube, es war sonst nichts dabei, was weniger als 1 Gramm Restzucker hatte in dieser ganzen Probe. Was wollte ich sagen? Wenn wir den, was war der zweite, der Ruppertsberger, der war ein bisschen sahniger. Das hat minimal Schmelz. Aber das hat so einen, das ist dicht, das ist so schön durchgezogen, das ist noch feiner abgestimmt, als das die Ortsweine waren. Ja, ich sage ja nur, was ich auch immer gesagt habe. Und hin hat so einen ganz leichten Erbsenton. Ich war fast bei Kaffeebohnen. Mm. Was so eine kleine Rüstung hinten hat. Mm. Aber sehr gute Kaffeebohnen. Erstens stimmt es, zweitens hat es miteinander ja nichts zu tun. Das eine ist wirklich so ein bisschen, so einen ganz leichten Kaffeearomatik vom Holz. Diese Hülsenfrucht-erbsenartige Aromatik, die er hat, kommt ganz woanders her. Wahrscheinlich eher. Wenn man mich fragen würde, was man ja immer nicht macht, ist das ein Nebeneffekt von einem längeren Hefelager, dass das so schmeckt. Das ist
du hast ja auch so eine minimal, wirklich minimale Marmite-Anmutung, ne? Mhm. Hefeextrakt. Das macht diesen Geschmack. Und dann kommt natürlich diese Haptik dazu mit dieser feinen Phenolik und dann hat man dann auch noch den Eindruck, dass man so auf Hülsenfruchtschalen beißt und schon stimmt das Bild im Kopf. Ne? Ja, red nur ein bisschen weiter, ich habe Hunger. Ja, ich auch. Schmeckt. Das steht schon bei 91. Ich glaube, das passt, oder? Passt. Schön mineralisch hinten raus. Schön einmal. Ich glaube sogar, dass der länger hält, als ich dachte. Ich glaube, dass man das 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre wunderbar trinken kann. Das ist das Wachenheimer Gerümpel 23 von Böcklin-Wolf. Also erste Lage. Kostet, Moment. Grümpel. Simon? So ein bisschen überscrollt, glaube ich. Geisbühl. Wachenheim. Wechstein. Grümpel. 38. Grümpel. 280714. Das, finde ich, hat wiederum jetzt schon ein bisschen der Chilling in der Nase. Ja, und so ganz kühle, feine, frisch pflanzliche Aromen. Ja. Wieder ein bisschen Frühlingszwiebel. Ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Algen. Ja. Also jetzt, wenn ich mich dann vertippe, dann bin ich nicht mehr schuld, weil ich mir sicht langsam nichts mehr. Das kriegt ihr gar nicht so richtig mit, weil die Kamera das natürlich nachstellt, aber es wird langsam echt dunkel hier drin. Brauchst du ja nur das Licht anmachen. Ja, aber dann müsst ihr aufstehen. Also es gab hier schon mal einen Tag, wo es viel dunkler war und du der Meinung warst, wir brauchen kein Licht. Ja, schau, das funktioniert ja. Die Kamera kann das ja. Du hast dich doch gerade beschwert, dass du bald nichts mehr tippen kannst, weil du nichts mehr siehst. Ja, ich beschwere mich ja gern. Ja, das ist ja nichts Neues, das wissen wir alle. Bin ich der Maulbaul. Also, das ist kühler, pflanzlicher als der Vorgänger, aber es ist sehr dicht. Es hat Tiefe auch schon in der Nase. Es zieht fast an, einen ins Weinglas hinein. Was war denn jetzt das für ein Dialekt? Ins Weinglas hinein. Ins Weinglas hinein. Warst du in Baden? Nein, das war eher oberbayerisch. Was? Ja, freilich. Na. Aber wohl, bloß weil du 3 doch in München verbracht hast, glaubst du, dass du dich da auskennst? Es waren 7 Jahre. 7 Jahre, bitte! Ich meine, wenn die Antizipationsfähigkeit nicht langt, ist es wurscht, wie lang. Verstehst du? Entweder du antizipierst es gleich oder gar nicht. Verstehst? Ja, Bur. Heute schau ja aus. Ich bin ja nicht der hübsche Bur heute mit meinem roten. Das passt übrigens total gut dazu. Also wenn du weiter so machst, dann werden wir nie fertig. Und dann kriege ich irgendwann doch mal Zeitdruck. Sehr saftig. Erstaunlich saftig. Ja. Es war wohl gestern zurückhaltender. Viel Mineralik, die salzig ist und auch steinig. Ja. Aber tendenziell eher hell, ne? Ja. Es hat nicht so dieses Forster Dunkles. Ich glaube auch, dass das Pfalz ist, aber das könnte auch wieder Böcklin-Wolf sein. Dass das Böcklin-Wolf ich glaube es, aber es halt einfach kein Zucker hat wieder, sondern das bisschen Süße, was drin ist, ist wieder echte Fruchtsüße. Da reichen mir die 91 aber nicht. Mhm.
Weil den Zug und der Energie, was der hat, merken wir das nicht. Der Bombenmineralik. Ja, es ist ja fast wie ein Salzleckstein da am Gaumen. Was ist jetzt wieder los? Nix. Ich musste über deinen Salzleckstein einfach machen. Ich werde hier verhöhnt. Ja, merkt ihr das? Entschuldigung. Ich werde schon wieder verhöhnt. Das ist, ich hatte zwei Hasen, die standen auch mal tierisch auf Salzleckstein. Echt? Ja. Hasen? Ich, ja, Hasen. Kann, ja, keine. Also keine Gnus. Nein. Ich weiß nicht, ob du das unterscheiden kannst, Hasen und Gnus. Kann ich. Haben wir vielleicht ein paar Gemeinsamkeiten? Mhm. Fertig? Ja, was? Ach, wir warten. Nein. Wir waren überhaupt nicht bei Brücklin Wolf. Nicht im geringsten waren wir bei Brücklin Wolf. Aber man darf durchaus sagen, dass das ein Kompliment für das Weingut ist. Das ist nämlich Max Müller 1. Lange Zeit nicht eingeschickt, jetzt dankenswerterweise endlich mal wieder. Das ist das große Gewächs aus dem Volkacher Ratsherr. Eine Lage, die exzellent ist, von der bloß halt fast keiner mehr so richtig weiß, wie exzellent die ist. Auch 23. Kostet 36 Euro. Klar, ist großes Gewächs. Ja, das ist ja wert. Schau her, wir haben wirklich blind gedacht, das könnte Brücklin Wolf sein. Siehst du das mal? 4-0. Ich habe den aber auch immer noch. Ja, das ist saugut. Und der drückt immer noch. Ja. Reichen die 92? Soll ich ihn morgen mal probieren? Ja. Das. Machen wir ein Nachproben in und dann mache ich da eine 2 hinter der 9, damit ich das morgen auch richtig einsortiere. 405254. Also ich bin da jetzt noch nicht ganz so euphorisch wie du, aber ich schaue mir es auf jeden Fall nochmal an. Ja, bitte. Aber schmecken tut mir das schon arg gescheit. Das ist eher jetzt wieder ein bisschen fruchtiger. Mit einer leicht rauchigen Note. Ja, ist auch ein bisschen Reduktion. Fast so ein bisschen mariniertes Hühnerfleisch. Ja, das wieder so ein ganz leicht asiatische Anhauch. Ja. Pulver. Ja, jetzt wo du sagst, kann ich sogar ein bisschen verstehen. Und Bambus. Wilde Mischung. Ich sag, du hast ein bisschen asiatisch angehaucht. Aber jetzt Bambusstraße besprossen ist wirklich gut. Es riecht sehr frisch. Es hat wirklich auch ganz frische grüne, nicht nur grüne pflanzliche, sondern wir sehen es ja bei Bambus überhaupt so Sprossentöne mit drin. Grüner Pfeffer, so in diese Richtung geht. Aber auch noch Hefe, man merkt es, noch Reduktion, Rauchigkeit. Sehr frisch in seiner ganzen Art, hell, saftig, mit sehr lebendiger Säure. Auch im Gaumen noch deutlich hefige Töne. Fast ein bisschen so ein Weißbrot-Touch mitbringen. Ja, auch hier finde ich, hat er so ein bisschen Muskattöne drin. Ja, das ist sehr gut. Und auch solche Mandelblüten. Ja. Ja, aber er hat nicht. Ja, da wo du herkommst, vielleicht. Ich komme aus einer fränkischen Kleinstadt, wie man da schreibt, das kann man ja gar kaum sagen. Aber er hat nicht diese Festigkeit und Tiefe des Vorgängers, das kriegt er nicht hin. Der steht bei 91 und das kann er für mich gerade so. Ja. Weil er diese Frische, diese Präzision, diese Feinheit hat, kann ich gut damit leben. Aber du merkst, dass eben die Tiefe und der Nachdruck des Vorgängers schon ein bisschen abgeht, ne?
Aber die 91 würde ich ihm lassen. Ja, ich habe es jetzt nochmal nachprobiert. Aber ich kann damit wirklich sehr gut leben. Er hat halt jetzt einen schweren Gegner gehabt. Aber er setzt sich dann doch nochmal durch. Hat auch eine gewisse mineralische Energie. Ja, das war jetzt ziemlich klar, was das ist. Wir sind in Franken. Das ist Rainer Sauer, 23. Eschendorfer am Lumpen, 1655. Großes Gewächs. Bio im Übrigen, das habe ich jetzt die ganze Zeit nicht gesagt. Also Pöcklin-Wolf ist eh Biodynamie. Der kostet 31. Sehr kühl, ne? Und fest. Also ein bisschen Waldboden an der Nase. Diese maritimen Töne. Ja, vor allem das ist wieder so eine innere Ruhe, so wieder sowas Pöcklin-Wolf-artiges. Das ist. Ich glaube das nicht. Das riecht von der Krack. Wir hatten ja noch Österreicher drin. Das glaube ich eh. Aber das ist ungeheuer fein. Bisschen, ja, es hat fast ein bisschen was von so einem Brunnen. Ne? So die Tiefe und so ein bisschen was. Klingt jetzt total blöd. Feuchtmineralisches, erdiges, gute Erde. Ja. Muss mal schauen, wie sich da nicht wirklich doppelten Quatsch schreibt. Ach ja, ich habe auch einen großen Verdacht, was das ist. Und da hadern wir seit, also die Österreicher, das probieren wir ja beide jetzt das dritte Mal. Wobei das Lustige ist, insgesamt ist es die vierte Probe, weil ich es gestern zum zweiten Mal, die Kim hat es vorprobiert als erstes. Dann haben wir es zusammen nachprobiert. Jetzt habe ich es gestern ohne Kim nachprobiert und jetzt probieren wir es zusammen wieder nach. Das heißt, für insgesamt ist die vierte Probe. Aber für jeden von uns die dritte. Kannst du nur der Achleiten sein. Das ist der Achleiten 22, wo wir immer gesagt haben, er zeigt das in der Länge, was er kann. Und vorher hat er es nicht gezeigt. Und jetzt langsam kommt er. Er hat einfach 3 Tage Zeit gebraucht. Aber das ist er, garantiert. Aber diese Nase ist wunderschön jetzt. Ja, auch der Gaumen, der ist dicht. Das kannst du fast schneiden. Das ist tief. Den haben wir völlig nobel. Hinten gibt es ein bisschen so Pflanzenbitter. Fast so ein aromatischer Rauch kommt da noch durch. Mineralik. Der Hammer. Der war so abweisend am Anfang. Ja, der ist großartig. Ich hab mich wirklich drauf gefreut, diese Weine noch einmal im Vergleich mit den großen Pöcklin-Wolfs in der Probe zu haben. Damit die mal einen Gegner haben. Manche Weine brauchen wirklich einen Gegner, um zu zeigen, was sie können. Ja, aber der ist allem, was wir bislang hatten, überlegen. Es ist dichter und gleichzeitig feiner. Das hat eine Konzentration und gleichzeitig eine totale Selbstverständlichkeit. Es hat eine ultra feine Phenolik. Da ist überhaupt nichts bitter und trocknend. Diese Säure ist ganz, ganz fein. Macht so ganz, ganz feine Marmorierung in den Wein rein. Das ist grandios. Was haben wir da dran rumprobiert? Jetzt ja. 3 Tage lang. Und wir haben immer nur gedacht, wir wollten ihn schon wegstellen. Ich meine, ja, aber schau mal, wie der hinten nochmal kommt. Und vorne hat er nichts gezeigt. Und jetzt auf einmal ist er da. Da unten schlagen die Türen. Wahrscheinlich schellt es jetzt gleich, weil die Weinabholer kommen, weil wir sind schon so spät dran. Und Anke ist schon daheim. Ich traue mich gar nicht zu sagen, wo ich gerade bin. Nein, keine Weinabholer. Ja, ich habe schon gehört, dass irgendwer Motor gestartet ist. Die fahren weg. Die machen alle Feierabend. Wir machen nicht Feierabend. Warum? Weil wir für euch noch Videos drehen. Habe ich schon gesagt, dass wir, habe ich schon jemals erwähnt, wie wir für die da draußen leiden und schuften? Oh. Habe ich noch nie gemacht, oder? Wo sind wir denn jetzt? Ich traue es mir hier gar nicht zu sagen, aber. Du wärst noch höher, ich wäre ja hier bei 94. Oder? Oh, ich bin noch höher.
Für mich ist es groß. Tja, dann stellen Sie den Großen mit rein, dann probieren wir es halt aus. Doppelpunkt. Ja, ja, das habe ich schon gesehen. Das machen wir jetzt. Ich schreibe jetzt einmal 94 hin und du stellst ihn bei den 95ern mit. Weil wir haben ja noch 95er dabei. So ist ja das nicht. Dabei. Das heißt, noch nicht ausschalten, einhalten, nicht aufs Klo gehen, es kommt ja noch was. Hast du deinen Blick gerade gesehen? Nee. Da traut sich kein Mensch nur zu atmen. Ja. Wenn du so guckst. Bitte? Das ist ja auch angebracht. Irgendwann muss ich ja diese jahrzehntelange Schufterei im Dienste des Weines ja auch auszahlen. Und zwar durch Ehrfurcht, finde ich völlig angemessen. 280537. Wenn ich schon im Ring und auf der Matte keine Ehrfurcht mehr erzeugen kann, wenigstens so. Oh, das ist aber auch nicht uninteressant. Sehr pflanzlich, da sind wir wieder bei so Frühlingszwiebeln und Schnittlauch und so, würde ich sagen, oder? Ach, das ist so eine nussige Hefigkeit. Ja, toll. Na, ein bisschen rauchig, reduktiv. Ja, ja, aber das... Sehr steinig. Weiß schon, die mit den Scheren kommen da auch wieder zum Einsatz. Aber die leben noch in diesem... Schau hin, was ich schreibe. Ich kann ja nicht einmal auf meinen Bildschirm schauen und gleichzeitig schreiben. Ich muss ja die Tastatur fokussieren, weil sonst kriege ich das gar nicht hin. Und da kriege ich schon aber nicht gut hin. Aber wie gesagt, die leben noch in ihrem salzigen Umfeld. Hm? Ja. Nein, die leben schon in so einem ganz, ganz feinen... Und ein paar davon sind schon auf dem Grill. Hm? Ganz, ganz feinen... Suppenfond. Ja, vor allem, das riecht ja schon fast nach Umami. Oh, das ist eine schöne Nase. Ich hab Hunger. Ich will jetzt essen. Jetzt. Jetzt sind wir aber wieder bei Birkchen Wolf, oder? Ich glaube schon. Das ist Essen zum Trinken. Es ist wieder dieses Krebsfleisch. Ich bin abgeschnitten sonst. Zugst du Anschluss? Wieder dieses Krebsfleisch in ganz, ganz feinem Fond. Es hat was minimal cremiges, aber dann kommt wieder dieser Grip, den der Wein hat. Eine mineralische Energie, ein mineralisches Fundament, auf dem der Wein steht. Es hat null Restzucker. Es hat, weißt du, an was das mich hinten raus ganz leicht erinnert? Kennst du natürlich diese Tuck-Cracker mit Salz und dieses... Ich kenne die richtig gut, diese Tuck-Cracker. Tuck-Tuck. Tuck-Tuck. Die hatten wir im Urlaub dabei. Ja, das schmeckt ein bisschen hinten raus. Ist so salzig. Und ich habe mich tierisch auf diese Teile gefreut. Und dann war Nachmittag. Und dann habe ich die Teile rausgeholt und jetzt, ne, so ein bisschen snacken. Schmeckt uns allen. Meine Kinder haben mich angeschaut und so nach Motto, was ist denn das für ein Zeug? Ich fand das überhaupt nicht schlimm. Boah, ist das großartig. Weil es mir da, die ganze Tüte gehört mir jetzt allein. Jedenfalls, ich habe ihnen dann halt ein Eis gekauft. So. Ja, aber da hast du doch alles völlig sich allein gehabt. Jedenfalls ist das toll. Das ist geschliffen, das ist konzentriert. Und trotzdem hat es was Leichtfüßiges. Es hat eine Wahnsinnsmineral. Es ist Salz ohne Ende. So ein bisschen Café de Paris, finde ich, kommt da auch so durch. Ja. Na? So ein... Ja. Ich habe Hunger. Ja, für mich ist es viel schlimmer. Ich habe Appetit. Also so geht Riesling halt auch. Und ihr habt das ja gesehen, mein Riesling-Video von gestern mit den Österreichern. Manchmal tut vielleicht sogar ein Burgunderglas gut, bei dem kann ich mir das vorstellen. Ein Burgunderglas?
Ja, es hat, es ist natürlich eindeutig Riesling, aber es hat, wie soll man das sagen, so ein Hauch burgundische Tugenden in dem Wein. Das, ich finde das sensationell gut. Das ist vielleicht noch kein großer Wein, aber es schmeckt mir wahnsinnig gut. Und ich glaube nicht, dass 92 reicht. Nee, es sind 93. Wenn es langt. Und wenn ich mir so den Abgang glaube, das ist langt. Aber du willst jetzt noch mehr. Aber ich will mich jetzt nicht, dass wir uns da völlig weg euphorisieren. Ich schaue mir das gern. Was heißt, ich schaue mir das an. Wir haben heute Kattelabend, da wird das getrunken. In kritischer Runde. Schauen wir mal, was er kann. Was wollte ich? Ich würde das gerne als Lieblingswein vormerken. Ja, finde ich gut. Das ist Wachenheim Rechbechel 23 Bücklin-Wolf. Kost, Moment, das ist wieder über Scroll, Grübel, Rechbechel, auch 38. Ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist mir, finde ich, eine ganze Dimension stärker als das Grübel. Ja. 3. Lieblingswein. Boah, ist das gut. 280674. Aber du hast wirklich so ein bisschen den Eindruck, du hast hier den Chassagne Morachet eines Rieslings im Glas, oder? Mhm. Oh, das ist heller, kühler, zitrusartiger, frisch pflanzlicher. Ganz anderer Stil, ne? Viel, so ganz weiß, fruchtig und hell, zitronig, also limettenartig, weißbärig dazu, genau. Dann kommt so ein bisschen Lado-Speck. Mhm. Aber dieses Johannisbeerige. Auch wieder Frühlingszwiebeln. Oder Schnittlauch oder so. In diese Richtung. Ja. Jetzt fast der Schock. Ja, das so süß schmeckt. Mhm. Das ist wieder sehr, sehr frisch und saftig und hell und so klassisch Riesling-fruchtig. Aber vielleicht hat es gar keine solche Mengen an Süße. Aber es schmeckt jetzt im Vergleich zu diesem knochentrockenen Zeug. Naja, das kann aber wieder einer aus Österreich sein. Mordsmäßig süß. Und da ist das ja so ein bisschen Hausstil. Ah! Du hast recht! Es ist der Frischengruber! Also der Stil erinnert mich an den Frischengruber, ja. Natürlich! Ja, natürlich! Das ist der Frischengruber. Ich habe mir gedacht, wir haben doch nicht noch einen Wein von Rainer Sauer, der so ein bisschen in diese Richtung geht. Am Ende, diese Würze hinten raus ist dann doch eine andere. Aber ich habe mir gedacht, das kann man doch nicht. Frischengruber haben wir ja nochmal. Das Bienenwachs, was da drin steht, finde ich gut. Mhm. Ja, das sind aber auch verdiente 93. Die 93 kann der. Ich habe mich gestern in dem letzten Video gefragt, sind es 94? Und ich würde dafür plädieren, dass er die in Zukunft noch ein bisschen trockener macht und noch ein bisschen mehr. Es ist auch die letzte Dichte für die ganz, ganz hohen Wein, viel mehr da noch. Aber das ist ein geiler Wein. Und für jeden, der so dieses frisch, knackige, saftige, präzise Riesling, diese Riesling-Typizität liebt, ist das ein Riesenwein. Aber es sind 93. Jetzt viermal bestätigt insgesamt. Ja, ja, das ist Georg Frischengruber, das ist ein Ried Kreuzberg aus der Wachau, natürlich Smaragd 23. Kostet, naja, 39 Euro. Das ist auch nicht teuer für die Qualität. Den muss man ja heute wirklich so. Ich weiß schon, das ist für, klingt manchmal komisch, weil man sagt, ja, aber wer kann sich ja nicht jeder leisten, ist schon klar. 280538. Aber Porsche ist auch kein schlechtes Auto, nur weil es nicht jeder leisten kann. Mhm. Das ist halt so. Und einmal im Jahr kann sich jeder leisten. Sehr kühl, frisch, tief, oh, das ist komplex.
Vor allem, das hat was fast Zwingendes in der Nase. Ja. So ein bisschen ätherische Kräuter. Ich finde, die gehen ganz leicht in dieses Harzige. Ne? So ein bisschen Rosmarin, Thymian. Ja. Na. Aber du merkst, das, was ich gerade gesagt habe, du riechst bereits, dass das nochmal eine Nummer höher in der Konzentration ist. Das ist einfach dichter. So eine winzige Spur ausgehendes Lagerfeuer, was natürlich nach so einer ganz leichten Reduktion geschuldet ist. Liebe Schwan. Jetzt reden wir von Konzentration. Ja. Und das kannst du denn fast schneiden. Das ist wieder wirklich ein Wolf. Das ist vollkommen trocken und hat trotzdem eine innere Süße und eine tiefe Süße. Ja. Die überhaupt gar nichts mit Zucker zu tun hat. Das hat 0, Restzucker. Aber das geht einem rein. Das ist halt Konzentration. Das ist halt burgundische Tugenden. Ich sag's noch einmal, was die ganz Großen halt einfach können. Mit purer Konzentration und es gleichzeitig ohne jede Spur von Überextraktion, ohne einen Hauch Bitter, ohne irgendetwas Übertriebenes. Das ist auch noch perfekt in der Balance. Das ist halt ganz, ganz große Kunst. Das ist jetzt groß. Der steht bei 94 und das reicht nicht. Das sind auf alle Fälle. Das ist ein in sich ruhendes, nimmer ganz so kleines Meisterwerk. Ich weiß, dass das so mancher Riesling-Freak, der mehr auf dieses Fruchtige und dieses Lebendige und dieses Nervöse steht, da gar nicht mitkommt. Das klingt überheblich, das will ich gar nicht so sagen. Das anders empfindet, sagen wir mal so. Aber das ist ganz große Weinkunst, so zu machen. Und das können nur ein paar Handvoll Leute in Deutschland. Und das ist ein paar Handvoll, ist fast schon übertrieben. Mein Freund, ist das gut. Sind 5, oder? Ja. Schweiß. Das hat was Kompaktes und gleichzeitig hat es trotzdem Eleganz. Das ist, man kann es nicht noch, man muss es nur noch sagen, burgundische Tugend. Das ist das, was die heute können, was heute bei den meisten deutschen Produzenten immer noch versucht wird auszugleichen durch Süße oder laute Reduktion oder andere Aromen. Das ist nur große Kunst. Entschuldigung. Ja. Wir werden das heute auch noch einmal beurteilen und trinken. Das ist Böcklinwolf, Rupertsberger, Geisböhl, großes Gewächs. Gost, noch einmal. Ich glaube, das ist teuer. Ich glaube, das kostet 80 Euro, wenn ich es jetzt nicht wieder über... Achso, klar, er steht als erstes oben. Ich glaube, das kostet 80 Euro. Ach, ist das gut. Das ist auch Lieblingswein, hä? Mhm. Oh, 406802. Aber das muss ich nicht draufschauen, das weiß ich später auch noch. Oh, schön. Ganz leicht reduktiv. Kühl, fein, vegetabil. Ist auch tief. Tiefe, da ist doch dann Krebsfleisch wieder dabei. Algen habe ich schon drin, Muschelschalen. Oh, Moment! Die stehen ja auch deswegen drin, weil du das probierst. Das ist doch Pichler. Ich glaube nicht, dass das Achleiden ist, aber das ist Pichler.
Doch, das ist Achleiten. Mhm. Die Achleiten, die du nochmal reingestellt hast, und das sind 94. Ja, ist ja gut. Ne? Ja. Jetzt ist er an seine Grenzen gestoßen. Also, von Grad nochmal. Rudi Pichler, Achleiten, 22. Er muss jetzt leider zum Kaddeln ausgetrunken werden. Ist mir heute zum Kaddeln oder alle austrinken. 280535. Zum Glück ist Schafkopf nicht so kompliziert wie Skat. Kann man rauschig anspielen. Ich kann beides nicht. Das wirkt frischer, jugendlicher noch. Ein bisschen unentwickelter. Auch wieder schon kreidig in der Nase. Ja, das hat sehr helle, kalkig wirkende mineralische Anteile, aber es hat auch so was dunkelsteiniges. Ach, ich ahne. Ich habe eine Ahnung. Na dann. Lass mich es erst probieren, bevor ich das. Aber das ist sehr, sehr dicht in der Nase. Und gleichzeitig ganz fein. Schon sehr. Das ist auch dicht. Ich will das jetzt spucken. Fein. Es ist, boah, ist das gut. Einen noblen und brillanten Saft. Ich finde, darauf kommt fast so ein bisschen was von einem schwarzen Knoblauch durch, ne? Ja. Ja, es ist vor allem auch Umami, ne? Ach Gott. Oh, wie leicht unterschätzt. Es ist der Pechstein von Böcklin Wolf, jede Wette. Oder? Kann sein. Das ist gut. Ah, es ist gut. Es ist extrem konzentriert und trotzdem fein. Es ist nobel, es hat einen mordsphenolischen Griff, nur da ist es auch wieder nichts bitter und rau, sondern das ist nur Struktur. Ach, ist das großartig. Oh. Sind 6 oder 7? Ja, ich bin nicht bei 6, ich bin bei 7 oder 8. Ja, ich habe gesagt 6 oder 7. Dann kann man es erst mal auf 7 ein. Ja, das wird auch nochmal probiert. Leck mich am Arsch. Was treiben die da unten? Weiß ich nicht, aber mir ist kalt. Hier ist kalt. Und was für eine Länge und was für einen Nachdruck und was für eine Komplexität dieses Ding dahin hat. Also ich setze ihn jetzt auf 7 und ja. Das gibt es auch morgen nochmal. Boah, ist das gut. Ja, das ist 23 Pechstein, Böcklin Wolf. Kostet 150 Euro. Aber
ist auch so gut wie wie burgundische Grand Cruz, da wo du hinten ein 0 dran machst. 406790. Jetzt müssen wir uns beeilen, weil bald kann ich die Zahlen nicht mehr lesen. Ich habe also unbeleuchtete Tastatur, es wird schon scheiße. Jetzt kriegt man es auch als Außenstehender mit. Speckisch. Sehr riecht rauchig, noch reduktiv. Mit einer Speckknödel. Spinner. Oh ja, das stimmt. Oh ja, ne? Das stimmt. Spinat ist saugut. Kernpostnoten übrigens. Der hat Kernpostnoten, der Wein. Ja, das scheint dir nicht aufgefallen zu sein. Wieso soll es mir auffallen, wenn ich so einen Blödsinn schreibe? Das glaube ich, war es nicht du. Ich glaube, das ist Österreich. Wenn mir schon Specknödel und Spinat in den Kopf schießt, kann das nur Österreich das ist, sein. Das ist der 23er Achleiten. Ja. Danke. Aber der Spinat ist wirklich geil. Das ist so treffend. Auch der Kohlrabi, der da drin ist. Der Kohlrabi? Der Kohlrabi. Das ist ja... Ist ja auch so ein Vogel, wie die Kohlmeise, ne? So gut, der Kohl. Ja, jetzt hat er schon einen ganz dreckigen Gegner gehabt, ne? Der Pechstein war jetzt schon sehr überragend, aber das ist trotzdem ein genialer Wein. Das ist dicht, schmelzig schon, aber es hat Struktur, es hat Festigkeit, es hat Saft, es hat Tiefe. Das sind jetzt für mich echte 95. Ja. Es ist immer noch zu, aber es kleidet den Gaumen aus, es ist lang, es arbeitet dahin weiter. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es nicht vielleicht sogar 96 sind. Aber nicht jetzt. Also, ich auch das, nicht. Ja. Aber wir werden heute Abend nochmal drauf rumtrinken. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Wein. Das ist Rudi Pichler Achleiten, aber 23 dieses Mal. Kostet 54 Euro. Riecht völlig anders. Hat eine ganz andere, hat eine ganz eigene Steinigkeit in der Nase. So ja. Feine, grüne, bohnenartige, vegetabile Noten. Ja, ist aber mehr Pfirsich, oder? Auch. Ja. Und ein bisschen Hülsefrisch steht fast drin. Waldmeister. Ganz ja, cool. Das ist noch ganz jung. Ne? Stimmt schon. Hast du recht. Das ist vollkommen unentwickelt. Und diese, durch diese enorme Jugend hatte so, ja, dieses Waldmeisterige, du hast recht. Es fehlt, ich frage mich die ganze Zeit, was kann denn das noch sein, aber jetzt ist klar. Dann kriegt das so eine ganz leichte Anisnote. Oh. Jetzt fast ein Kulturschock. Das ist warm, saftig, ein bisschen süß. Hat eine sehr konzentrierte, auch von der Struktur her steinobstartige Frucht, oder? Ja. Aber dann entwickelt er schon modsmäßigen Druck. Das ist vielleicht der Spur lauter als die anderen. Es kommt hinten raus aber der Waldmeister, ein bisschen was Schwarzbäriges dazu.
Hat einen Mordsdruck. Und so etwas Ätherisches. Also gewisse Pflanzenschärfe. Ne? Wobei es aber im Moment für mich nicht mehr als 95 ist. Ich glaube, darum ging es ja gar nicht, dass es noch mehr als 95 sind. Ja? Na, es ging darum, kann er es oder kann er es nicht. Wenn du dich, das weißt du nicht. Wir hatten, als wir die Sachen das erste Mal nachprobiert haben, ohne Video, einen Wein dabei, der von dir für das, was er darstellen sollte, relativ niedrig bewertet war. Dann haben wir festgestellt, er hat einen Schleicherkork. Den habe ich nachprobiert. Okay. Das ist Nigels Privat vom Hochegger. Und der hat eine wahnsinnige Länge und Mineralik. Also am Anfang kommt er wirklich durch diese ganz andere Fruchtigkeit, als die Weine vorher hatten, kommt der ein bisschen plakativ daher. Wenn du dann drauf rumkaust, merkst du, was für eine Power der hat, welche Komplexität und Tiefe da doch drin steckt. Und das war also wirklich ein Schleicherkork. Wir waren uns nicht hundertprozentig sicher und ich habe den gestern aufgemacht und eben als Konterprobe probiert. Ihr wisst es ja, weil ihr habt ja das Video gesehen, da habe ich ihn schon mal probiert und das Ganze schon mal erklärt. Aber er kann die 95. Darum ging es eigentlich. Haben wir es? Oh, sich das noch zeigen lässt bei der Dunkelheit, weil das so ein dunkles Etikett ist. Ja, du kannst ja fast schon sagen, gute Nacht. Ja, gute Nacht kann man gleich sagen. Das ist das Weingut Nigel, das ist der Martin Nigel, Hochecker, Privat, 23, gell? 48,50 kostet. Lässt sich nicht mehr lesen, aber da lässt sich lesen. 48,50. Und drückt und drückt und drückt, ne? Also der kann die 95 auch. Kein Problem damit. So, jetzt haben wir es. Ich hoffe, es wurde euch nicht langweilig. Uns war es jetzt nicht langweilig, oder? Auch wenn es lang dauert hat. Weil das schon ziemlich spannend war alles. Jedenfalls, wir starten jetzt so fast ins Wochenende. Das heißt, die Kim macht schon wieder einen auf lässig. Verstehst du? Kommt morgen nicht. Morgen ist Freitag. Moment, ich habe überhaupt keinen schönen Anlass morgen. Ja, das stimmt. Du gehst auf die Beerdigung. Ne? Ist lässig auf die Beerdigung. Was? Lässig? Ja. Und ich, arme Sau, muss wieder weiter probieren. Aber nächste Woche stehen die nächsten Riesling-Runden an. Das ist dann, und wahrscheinlich Burgunde kommt bestimmt auch nochmal. Das heißt, wir bleiben dran. Bleibt also auch dran. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss.